Zwischen alten Bäumen erhebt sich ein elegantes Schloss, umgeben von den grünen Wiesen eines englischen Landschaftsgartens. Es mutet an wie die Szenerie in einem Jane Austen-Film. Blauer Himmel und im Gras ein Picknick vor noblem Landsitz. Herzlich willkommen, nicht aus England, aber aus einem Stück England mitten in Stuttgart. Hinter mir Schloss Rosenstein und der Park, der dieses Schloss umgibt, ist der größte und bedeutendste englische Landschaftsgarten in Südwestdeutschland. Und dass ich Sie hier mitnehme, hat natürlich seinen Grund. Immer wieder stelle ich Ihnen ja in einzelnen Videos unsere Reiseleiter vor. Sie haben vielleicht das Kochvideo mit Markus Golser gesehen. Enzo habe ich an der Amalfiküste besucht. Das Video verlinke ich Ihnen hier oben zum Anschauen. Und heute treffe ich Klaus Loderer. Und dafür brauche ich eine englische Kulisse. Ja, Klaus, die Heidegger Reisegäste kennen dich ja als passionierten Opernliebhaber, als Bauhistoriker und vor allem als fundierten Englandkenner. Und ein Klassiker deiner Reisen bei Heidegger ist ja jedes Jahr die Südenglandreise. Was treibt dich denn jedes Jahr wieder nach Südengland? Südengland ist einfach wunderschön. Die Landschaften sind etwas Besonderes, die kleinen romantischen Dörfchen. Und Südengland ist auch sehr abwechslungsreich. Die südenglische Küste hat eben die Besonderheit, dass sie unterschiedliche Farben hat. Diese weißen Kreidefelsen, die gelben Felsen, die roten Felsen und diese wilddramatischen alten Granitfelsen in Cornwall. Eine nette Sache ist das Wochenendhaus von Agatha Christie, das nicht nur innen sehr authentisch zeigt, wie die Kriminalautorin gelebt hat, sondern der Garten ist einfach auch wunderschön. Die Lage ist schon toll in der Landschaft und auch das, was an Baumbestand, Blüten, Rhododendren, Hortensien etc. da wächst und blüht, ist einfach wunderschön. Ja, es gibt, glaube ich, Klaus, nichts Englischeres als ein Picknick. Queen Victoria hat es im 19. Jahrhundert populär gemacht und noch immer ist heutzutage ein Picknick ein gesellschaftliches Ereignis, sei es beim Pferderennen in Ascot oder in Wimbledon beim Tennisturnier und kein Cricketspiel ohne die 20-minütige Teepause im Freien. Was ist denn dein beeindruckendstes Picknickerlebnis in England bisher gewesen? Das ist eine einfache Frage. Glyndebourne. Glyndebourne ist ein Opernfestival in Südengland, das Heidegger ja auch schon ein paar Mal im Programm hatte. Und bei diesem Opernfestival ist die Besonderheit, dass es um das Opernhaus herum eine große Parkanlage gibt, in der die Opernbesucher dann picknicken. Und das ist wirklich eine einfach völlig zauberhafte Welt, in die man da kommt. Die Herren sitzen im Smoking da, die Damen im Cocktailkleid und die Engländer machen das auf eine besondere, lässig elegante Art, wie sie da ihr Picknick veranstalten. Bevor wir unser Picknick fortsetzen, ein kurzer Blick auf Schloss Rosenstein, das den Geist der Antike atmet. Die kam im 19. Jahrhundert noch einmal groß in Mode. Nymphen und Götter schmücken den Eingang, Säulen und Giebel erinnern an Tempel. Das alles lernten die jungen Adligen auf ihren Bildungsreisen nach Italien kennen und holten die Antike kurzerhand nach Hause. Für die Parks wiederum blickte man nach England, wo man die nachgebauten Tempel in malerische Gärten setzte. Ja, Klaus, und bei uns, die Reiseleiter sind ja sehr unterschiedlich. Was zeichnet denn für dich eine gelungene, eine runde Reise aus? Was ist dir wichtig beim Reisen? Mir ist es wichtig, dass die Gäste ein schönes gemeinsames Erlebnis haben, dass man viele schöne Sachen zusammen anschaut. Aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, dass sich die Gäste untereinander kennenlernen, dass vielleicht sogar neue Freundschaften entstehen, die dann bleiben. Und ich möchte ihnen natürlich auch besondere Dinge zeigen. Dabei geht es mir nicht nur darum, dass man nun in einem Museum jedes Gemälde abklappert, sondern auch so ein bisschen so Ambiente verspürt. Wer mich kennt, weiß natürlich auch, dass man irgendwann auf dieser Reise auch in einem schönen Café vorbeikommt, wo man dann schöne Törtchen probieren kann.
Da gebe ich die Tipps natürlich gerne auch weiter. Oder die Damen und Herren kommen dann einfach gleich mit ins Café. Der Park von Schloss Rosenstein ist einer meiner liebsten Plätze in Stuttgart. Zum einen kann man hier oben nachfühlen, wie das Neckartal wild romantisch war vor der Industrialisierung, als das Schloss gebaut wurde. Und zum anderen ist es der herrliche Baumbestand. 30 verschiedene Gattungen, 55 Arten, Tropenbäume, Magnolien, Zuckerrohrahorne und Pappeln, aber auch Ulmen, Buchen, Linden und Eichen umrahmen das Schloss. Um die 180 Jahre sind die Bäume alt und stammen zumeist noch aus der Zeit der Schlosserbauung. Ja, falls Sie noch einen englischen Garten hier in Deutschland kennenlernen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Video zum Wörlitzer Gartenreich. Das wird Ihnen YouTube gleich vorschlagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.